Hallo, wir melden uns aus der Automobilhalle der ProWein mit Turbo. Dazu ein kurzes Gespräch mit Herrn Schödli, Geschäftsführer der Laufener Weingärtnergenossenschaft. Hallo Herr Schödli. Hallo. Turbo? Ja, Turbo, moderner, junger Wein, weiß gekeltert aus roten Trauben, sehr fruchtig, leicht, das ideale Getränk jetzt für die wärmere Jahreszeit zum Grillen, auch mal für einen Spargel dazu. Also mit Turbo Gas geben, das heißt, der Wein wird auch schneller getrunken als andere Weißweine, oder? Ob er schneller getrunken wird, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass die Leute sehr viel Spaß mit ihm haben werden. Der schmeckt auch in kleinen Dosen, um hinterher womöglich auch noch Auto fahren zu können. Mit einem kleinen Glas dazu, zum Essen zum Beispiel. Aha, gut. Also Autofahren und Wein trinken passt durchaus zusammen, wenn man beides nicht allzu sehr ausmehrt. Alkoholgehalt von 12,5% ist eigentlich ganz gut. Das heißt, der Wein ist schön trocken, vom Geschmack her, aber auch sehr intensiv für 12,5%, eigentlich fast ungewöhnlich. Und das kommt von woher? Das ist ein sehr, sehr schonender Ausbau. Und die Trauben in diesem Fall aus Spätburgunder und Schwarzriesling waren doch sehr gehaltvoll. Jahrgang 2011, sehr hohe Qualität. Wir haben eine hohe Fruchtsüße gehabt in den Trauben, die natürlich dann zu Alkohol verkehren, aber die dann auch sehr viel Aromatik mitbringen. Also der macht richtig Spaß. Also werden Sie mit Turbo dieses Jahr durchstarten sozusagen? So ist es. Und ich habe gehört, auch Asien hat schon den Turbo entdeckt. Oh ja, weil man kennt natürlich in Asien, Südostasien vor allen Dingen, auch deutsche Wertarbeit. Da gibt es ja schöne Autohersteller, die den Turbo-Zug auf dem Heck draufstehen haben. Und hat man da gute Assoziationen, und deshalb wird er auch dort geordert. Gut. Aber ich hoffe, eine Flasche Turbo ist nicht ganz so teuer wie eine Flasche von, wie ein Fahrzeug von dieser Automarke. Nein, man könnte sich schon zwei oder drei dafür gönnen. Dankeschön. Gerne.